Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt euer Lieblingsheißgetränk oder auch Kaltgetränk schon bereitgestellt. Herzlich willkommen zu unserer Montagsausgabe. Ein neuer Podcast. So müssen wir in die Woche starten. Herzlich willkommen. Und auch nochmal danke für die rege Beteiligung auch in den letzten Podcasts und, und, und. Ich merke, da haben wir ein paar Themen aufgemacht, ja, die so durch die Gesellschaft gehen und die uns halt eben auch bewegen. Und heute wollen wir, das haben wir, glaube ich, vor drei Podcasts so ungefähr so ein bisschen angeschnitten, wollen wir ein bisschen in das Thema. Ja, in Deutschland Kinder bekommen, Kinderbetreuung vielleicht noch ein bisschen anschneiden, wie wir das Ganze sehen, wie die aktuelle Situation und Lage ist überhaupt. Und ähm, ja, ähm, schnallt es euch an, es geht los. Und äh, natürlich, was hat die Jenny hier als, als Steilvorlage mitgebracht, wie immer? Ja, also im Endeffekt, äh, wenn man sich so mit Mamas unterhält, kommt man immer auf die gleichen Problematiken. Ähm, und zwar, dass es ziemlich schwierig ist, das Thema Kinder. Betreuung und Beruf unter einen Hut zu geben, dass es immer noch, auch in diesen Jahren, also in diesem Jahrzehnt, ein Problem ist, zu sagen, Kinder und Karriere, ohne dass irgendeiner zurücksteckt, wird es oft schwierig. Und ähm, das führt natürlich auch oft zu Frust. Auf der einen Seite kenne ich Mamas, die würden gerne am liebsten 24 Stunden mit ihren Kindern verbringen und die großziehen. Auf der anderen Seite kenne ich Mamas, die sagen, ich liebe mein Kind über alles. Es ist schön, dass ich das habe, aber ich möchte auch trotzdem arbeiten und ähm, was für unsere Familienkasse zusteuern, beziehungsweise ich will mir selber auch mein eigenes Geld verdienen, weil ich mir was kaufen äh, möchte, ähm, was ich mir selbst verdient habe, quasi. Also es gibt diverse Meinungen von Mamas dazu. Ähm, aber beide Meinungen führen im Prinzip immer wieder zu Frust, weil auf der einen Seite ist die Kinderbetreuung in Deutschland einfach nicht genügend. und auf der anderen Seite ähm, ist es aber einfach so, dass man sich gar nicht leisten kann den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, weil das Einkommen einer Person schon lange nicht mehr ausreicht ähm, und ja, also es sind irgendwie unzufriedenstellende, Situationen, was oftmals auch dazu führt, dass Menschen gar keine Kinder haben oder auch keine Kinder wollen. Auch das äh, höre ich öfter, weil sie einfach sagen, nö, wir haben jetzt hier ein bequemes Leben aufgebaut, ich habe meine Karriere, mein Mann hat seine Karriere, wir wollen äh, flexibel bleiben und, und, und. Also auch die Meinungen gibt es. Es gibt ähm, total viele Meinungen, aber eins ist Fakt, die Geburtenrate sinkt schon seit wann? Her der Zahlen, ich glaube sogar schon seit den... 90ern, 80ern, ja, ne, sinkt die Geburtenrate und ähm, de facto unser Sozialsystem, was ja darauf basiert, dass ähm, die Jungen quasi die Alten finanzieren im Alter durch die Rente. Dieses System läuft schon seitdem rückwärtig und es wird immer schlimmer. Ähm, man kann wirklich sogar sagen, dass. Ähm, Tiernahrungsprodukte schon seit Jahren im Abverkauf massiv steigen, ähm, also nicht nur Tiernahrung, sondern auch Tierspielzeug in den Supermärkten und das Thema ähm, Babynahrung natürlich immer schon ein starker Absatz war, aber im Vergleich zu Tiernahrung nicht gestiegen ist. Also das ähm sind zahlen die eigentlich für ein land sehr beängstigend sein sollten weil natürlich leben wir für unsere nachkommen natürlich sind kinder wichtig nicht nur für die rente sondern einfach auch ähm, ja, für, das ganze, für, für das ganze leben für das ganze sein und ähm, es ist aber einfach schwierig und wenn man das ganze aus arbeitgebersicht sieht ist es auch schwierig Generell als Frau auch schwierig, weil ähm, ich habe es hier, glaube ich, letzte Woche schon mal angeschnitten. Ne? Wenn man so, sarisch ich mal, anfährt, zwischen 20 und 30 ist, eigentlich so zwischen Mitte 20 und Ende 30 ist es für einen Arbeitgeber immer schwierig. Wird diese Frau jetzt nochmal schwanger, das erste Mal schwanger, überhaupt schwanger, Kind? Ähm, für die Frau ist aber auch schwierig, weil es gibt tatsächlich Frauen, die haben entschieden, die möchten kein Kind oder können vielleicht auch kein Kind kriegen, werden aber im Vorstellungsgespräch stets und ständig mit diesem Thema ähm, ja mit dem Thema offensiv quasi ähm, ja, angesprochen. Und im Endeffekt ist es so, wenn man dann jemand hat, der schon Kinder hat, ist es auch wieder schwierig, weil Kind krank, die Kinderbetreuung, wenn das Kind ein Hüsterlein hat, ich kriegt es bei Bekannten mit, dann muss es aus dem Kindergarten abgeholt werden. Vor allem während Corona war das ganz schlimm. Die Öffnungszeiten vom Kindergarten, die kommen gar nicht überein mit den Arbeitszeiten, die die Leute haben. Egal, ob jetzt jemand Schicht arbeitet oder nicht. Also alleine im Handel zu arbeiten ist schon schwierig, weil ähm, man muss eine Besetzung gewährleisten im Laden oder auch beim Friseur. Ist total egal. Also auch in der Dienstleistung. Und, ähm, aber der Kindergarten macht dann oftmals erst um acht auf. Zum Teil haben die eine Mittagspause, dann muss das Kind um drei oder vier wieder geholt werden. Wir haben aber Öffnungszeiten von 20 oder 22 Uhr, manche sogar 0 Uhr. Also, das gestaltet sich alles sehr, sehr schwierig. Ähm, dann muss natürlich darauf geachtet werden, äh, wann ist der Kindergarten zu, wann hat er Brückentage, wann gibt es Schulferien. Es gibt alleine sechs äh, Wochen Schulferien im Sommer, aber kein Mensch hat mehr als sechs Wochen Urlaub beim Arbeitgeber. Und wenn er die hat, will er die auch nicht am Stück nehmen, weil es gibt ja auch noch Herbstferien und Osterferien und Weihnachtsferien. Also, wie soll man das alles abdecken? Dann kommt noch dazu, dass heutzutage sehr viele Menschen alleinerziehend sind. Wie will man das abdecken? Dann ist auch nicht immer Verwandtschaft in der Nähe, die da helfen könnte und nach dem Kind gucken könnte. Also, das sind alles Fragen über Fragen. Gerade wenn es jetzt Akademiker sind, ist es ja oftmals der Fall, dass man tatsächlich nicht da arbeitet, wo man groß geworden ist oder wo die Eltern sind, weil einfach da keine Arbeit ist. Das heißt, man ist dann mit seinem Partner oder Partnerin alleine irgendwo in, keine Ahnung, München zum Beispiel, hat ein Kind bekommen und hätte, also wäre auf die ähm, Hilfe von, sage ich mal, Eltern, angewiesen, Geschwistern oder auch äh, Freunden, aber da man da eben neu ist oder relativ neu und vielleicht höchstens Bekannte und Freunde hat, hat man da auch keine Unterstützung. Also es ist alles ähm, ein schwieriges Thema. Nicht wahr? Ja, ich frage mich halt immer auch, gut, wir haben die wirtschaftlichen Hindernisse, die ja ein, eindeutig da sind irgendwo, ähm, auch, auch irgendwie sozial gesehen, wenn du plus zwei, drei Kinder hast und darüber hinaus bist du ja quasi die, wie 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 sie damals über die Familie Wolny gelacht haben, ne? mit, mit Jeremy Pascal und wie die ganzen Kinder hießen. Ähm, also, es wird ja nicht einfach gemacht, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ich mein, wir sind jetzt nicht das, 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 das Land der Länder hier. Ne? Aber wie ist es denn? Im, ich habe jetzt keine Zahlen oder auch äh, Abhandlungen, Berichte. Aber guck mal, wirtschaftlichen Druck haben die ja auch im Ausland. Ich, mein, ich habe ja die kroatischen Wurzeln. Du hast einen, einen Teil der Familie in Malaysia. Ja. Sag mal, die haben doch auch diesen wirtschaftlichen Druck. Aber trotzdem, weil gut, Kroatien ist auch nochmal so ein, bisschen, ein bisschen anders, Diaspora, Abwanderung wegen zu wenig Wirtschaft, ne? ähm, das ist nur noch mal ganz anders zu betrachten, aber die Leute, die haben doch prinzipiell, denke ich, überall die gleichen Sorgen und Ängste, wenn man so das so sagen kann. Aber krass ist halt eben einfach das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, früher hat es, also... Es sind immer diese, 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 diese Parolen, ja, früher hat es gelangt, wenn der Mann schaffe war und die Frau hat zu Hause die Kinder gehütet und, und hat den Haushalt geschmissen, na, wenn wir in dieses äh, gender Gaga aufmachen wollen und was weiß ich nicht. Ähm, aber was hat sich da verändert? Ja, die ganzen. Klar, ein Stück weit hat sich natürlich auch die Gesellschaft verändert, ja, wir haben die Work-Life-Balance oder die Work-Life-Imbalance vielmehr, ja, wo die Leute was erleben wollen, vielleicht hat sich da auch ein Stück weit was ähm, geändert, aber man, da, man darf halt eben auch ähm, das nicht vergessen, die sozialen Erwartungen, auch der soziale Druck, der dahinter irgendwo steht, klar, ähm, angesprochen, du bist eine, eine Frau, du willst Karriere machen, Karriere und Kind, das funktioniert, nicht, ja, aber... Uh, wir kennen sie ja noch aus alten Werbe, Werbeslogans, mein, mein Auto, mein Haus, mein Boot. Und dann habe ich hier mein, 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 mein Auto, mein Kind, meine Koffer, meine Kegel, dies, das. Ja, uh, es wird ja auch irgendwo erwartet, aber auf der anderen Seite wird auch wieder auf, auf dich gezeigt, sofern du dann sagst, ey, ich bleibe jetzt bei, beispielsweise eine Working Mom, die aber von zu Hause aus arbeitet. Oder sich komplette Kinder verschreibt, aber genauso wirst du belächelt, wenn du als Mann zu Hause bleibst und auf die Kinder aufpasst. Also, da ist irgendwo prinzipiell ein Problem in der Struktur. Und natürlich haben wir ein Riesenproblem in der Kinderbetreuung, nicht nur in den Kindertagesstätten, im Kinderhort, in der Schule, Ganztag äh Ganztagsschulen und, und, und. Da haben sie meiner Meinung nach viel zu spät reagiert. Die, keine Ahnung, ich war damals auf dem katholischen Kindergarten mit Nonnen. Das war eine Ganztagsbetreuung, es hat funktioniert, so war, sofern ich das noch richtig ähm, Ruby passieren lassen kann. Aber was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Wir, man hören, ja, wir hören ja auch immer mehr aus, aus der näheren Umgebung von Menschen, die umschulen wollen, Ja, auf, auf, auf Kindergärten oder auf, auf Erzieher, wie man das Ganze nennt, sorry. Ne? Ähm, aber. aber ja, also warum wird da erst reagiert, warum wurde dann da, warum wurde da nicht richtig antizipiert in die Zukunft geschaut, um zu gucken, ja, die haben ja für alle Statistiken, wir werden immer älter, die Rentenkassen werden leer, aber warum haben sie da nicht gesehen, dass da über kurz oder lang ein Mangel geschehen wird äh, oder passieren wird? Genauso ein, ein Lehrermangel, dies, das. Jetzt haben wir lauter Quereinsteiger, die eigentlich gar keine Profession zum Lehrer haben, aber trotzdem eingestellt werden, ähm, äh, ja, weil halt eben kein adäquates Material nachgekommen ist. Ja, Ich, ich denke mal, ja, der Mangel an Kitaplätzen, aber auch, müssen wir mal sehen, der Mangel an Wohnraum prinzipiell. Ne, die Mieten werden immer teurer. Ihr seht, es ist ein riesengroßer ja, Haufen Mist eigentlich, ja wo einfach nur zugeschaut wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ja, aber wie gesagt, ich war auch damals im Kinderhort, da war das auch ähm, relativ kostspielig. Das konntest du dir auch nicht immer leisten, schon damals in den 90er Jahren nicht. Ähm, heutzutage ist es ja noch viel schlimmer. Vor allem noch weiter gesponnen. Ähm, wie wie die Trägerschaften heutzutage Schulen betreiben, ganz Schule. Ey, ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen, wenn du früher gehört hast, dass jemand auf der Privatschule war. Mann, Mann, Mann. Ne? Aber das ist ja auch mittlerweile der Sing-Sang heutzutage, dass du deine Kinder auf eine Privatschule schickst, die aber am, im besten Falle schon zu Geburt an angemeldet hast oder registriert hast, damit sie irgendwo unterkommen überhaupt. Ja? Ne? Oder auch hier hält der Steine, der hier. Ähm, das, äh, Kleinbausteine und sowas testet, da hat er ja auch mit Frankfurt irgendwo ein Stück weit abgerechnet, auch mit der Senatorin, die auch ähm, für Bildung zuständig ist. Was die da für ein Gymnasium oder auch Schulen bauen, da werden, hat er auch gesagt, da wird ein ganzer Jahrgang oder eine Generation auf einer Baustelle ist das Abitur machen. Wie kann das sein, Frankfurt, eine Stadt, ja, wo, wo so viel Geld dahinter ist, aber es einfach strukturell nicht funktioniert? Na und nochmal, wir sind hier nicht die Wutbürger, die immer nur schimpfen und so, was, aber das sind ja die Probleme, die hier mal ganz konkret angesprochen werden müssen. Ne? Ja, also ich sag mal so, ähm, ich glaube generell ist Deutschland kein äh, kinderfreundliches Land in dem Sinne, als ich dem das nur aus meiner Kindheit war. Die Aggie und ich, wir haben ja immer zusammen gespielt, waren ja beides Einzelkinder und waren aber bei uns im Block, im Wohnblock, sage ich mal, wo meine Mutter gewohnt hat, waren wir so ziemlich die einzigsten Kinder im gleichen Alter, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Es gab noch, glaube ich, einen, der jünger war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir eben im Hof gespielt und war natürlich laut. Ich meine, wir waren Kinder, ne? Wir sind dann halt rumgerannt und haben. Gesungen und was weiß ich, was Kinder eben so machen. Und dann wurden wir schon als asozial tituliert. Ne? Also, was für asoziale Kinder, die jetzt hier im Hof rumrennen und äh, spielen und singen. Und ähm, ich sag mal so: die komplette Gesellschaft ist ja dahingehend ausgelegt. Ja, wenn du ins Restaurant gehst mit einem Kind, dann wird dir gleich blöd geguckt, ähm, wenn da ein Kind schreit oder ähm, es wird direkt. Äh, ja, die Nase gerümpft. Es gibt ja sogar ganze Hotels, wo keine Kinder zulässig sind. Die Leute sind mega genervt, wenn sie im Flieger sitzen und da war ein Baby mit drin und das hat geschrien und keine Ahnung, also man kommt sich ja wirklich auch asozial vor irgendwie, wenn man da ein Kind hat, was schreit, aber ich meine, es ist ein ganz normales Bedürfnis, dass Menschen Schmerzen haben und dass die dann eben, dass ein Baby dann halt weint oder schreit, ist total normal, ja. Also, ich weiß nicht, was das eigentlich soll. Ich meine, keine Ahnung. Also, Kinder sind da, die gehören mit zur Gesellschaft und das muss auch akzeptiert werden. Ich meine, klar, gibt es vielleicht Einrichtungen, wo Kinder nicht so geeignet sind, aber es gibt auch Einrichtungen, wo vielleicht Erwachsene dann einfach nicht so geeignet sind und da nicht hingehen sollten. Ne? Aber immer diese Diskussion und immer diese Norm, wie sich jemand benehmen sollte und, und wollte und wollte. Aber wie gesagt, ich meine, wenn das Kind vielleicht toi toi toi, ja, eine Krankheit hat und deswegen schreit oder es zahnt gerade oder sonst was, ja, was sollen die Eltern jetzt machen? Sollen die per se immer nur mit dem Hindern zu Hause sitzen, nur weil das Kind jetzt zahnt? Ich meine, das Kind soll sich ja auch von klein auf dran gewöhnen an die Umgebung, an Geräusche und an sonst was. Also, keine Ahnung. Ich finde das. Äh ist mir schon in meiner Kindheit aufgefallen, dass man da oftmals unerwünscht war. Und ich bin jetzt schon drei Tage älter und ich finde, das Thema ist nicht unbedingt besser geworden. Was besser geworden ist, ist, dass die Eltern sich mehr für ihre Kinder interessieren, auch Väter. Also dass das Kindererziehen nicht mehr nur Mamas Sache ist, sondern dass auch die Väter sich wirklich um die Kinder kümmern und auch da ihre Elternzeit nehmen. Und auch wenn die Eltern getrennt sind, habe ich das auch schon oft erlebt, dass die sich das dann wirklich aufteilen. Also dass wirklich das Kind zum Teil bei der Mama und zum Teil beim Papa ist, das finde ich sehr löb, also loble, löblich oder wie sagt man dazu? Ähm, und dass sie das einfach viel wichtiger nehmen, das Thema Kindererziehung und ich will für mein Kind da sein, find, empfinde ich auch als sehr wichtig, weil ich habe so das Gefühl, wir waren so die Generation, die so nebenbei groß geworden ist. Ne? Also ja, man hat ein Kind gehabt, weil keine Ahnung, warum man ein Kind hatte, gehört halt dazu, dass man ein Kind kriegt. Aber als Kind warst du eigentlich immer so das letzte Glied in der Nahrungskette der Familie, hat es nichts zu melden, am besten in den Mund zu halten und äh, zu spielen. Ich mein Gottes Willen, ich überspitzt das Ganze jetzt. Ne? Natürlich ist man mit mir auch in Holiday Park gegangen und hat mit mir natürlich auch Dinge unternommen. Aber gefühlt in der gesamten Gesellschaft war das zu unserer Kindheit noch so, dass da wirklich jetzt nicht viel gemacht wurde oder es auch nicht wirklich viel gab, wenn ich das jetzt mal mit heute vergleiche, ne? was es da gibt: Indoor-Spielplatz und keine Ahnung, welche Unternehmen. Trampolin, äh, wie sagt man, ähm, Trampolinzentrum oder wie nennt man das? So eine Halle, wo eben Trampolins sind oder Soccerpark und was weiß ich, was alles gibt. Ne? Also, ich, das ist ja, das ist ja löb löblich, sage ich mal, dass es das jetzt alles gibt, aber. Ähm, ja, es ist generell schwierig in der Gesellschaft, äh, Kinder zu bekommen. Und dann kommt ja auch dazu, ja, man ist halt gestresst, man muss halt arbeiten. Also man muss ja auch erstmal schwanger werden. Das ist ja dann auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, was man auch unter einen Hut zum Teil kriegen muss, wenn eben beide Teile arbeiten gehen und äh, manchmal auch entgegengesetzt. Ne? Manche arbeiten wirklich schicht, dass es Gang und Gäbe, ob die jetzt im Gesundheitswesen arbeiten oder in der Industrie oder keine Ahnung, Gastronomie. Ne? Also auch das ist ein schwieriges Thema und das sind alles Berufe, wo die Leute sich überlegen, wie sollen wir Kinder und Beruf überhaupt unter einen Hut bekommen. Und es wird den Leuten, egal in welcher Branche, in meinem Bekanntenkreis, wer da jetzt Kinder bekommen hat, da sind welche dabei aus der Industrie, da ist welche dabei, sind welche dabei aus der Gastronomie, da sind welche dabei aus dem Selbsterzieher, ne? aber Kinderpsychiatrie. Alle Arbeitgeber haben damit ein Problem, wenn die Leute zurückkommen, weil die sagen: Wir haben für euch keine Stelle mehr, weil ihr könnt jetzt nicht mehr so flexibel arbeiten, wie wir das möchten. Und das ist das ist ein großes Problem wo die Politik sich wirklich mal drum kümmern sollte, weil, Thomas sagt, viele, das stimmt, viele wollen jetzt zu Erzieher umschulen, aber ich erinnere mich noch in, an meine Jugend, als ich so 14, 15 war, wollten gefühlt alle und die Generationen vor uns sind alle Erzieher geworden. Erinnere ich mich noch dran und da hieß es zu meiner Zeit, ach Gott, werd ja keine Kindergärtnerin oder Erzieherin, weil es gibt keine Stellen, es werden gerade so viele lernen diesen Beruf gerade, es gibt nicht so viele Plätze. Ich frage mich heute, wo sind diese ganzen Leute? Weil ähm, gefühlt werden, wie Dommer sagt, ja super viele Erzieher gesucht und ich frage mich eben auch, warum passt man die Kindergartenzeiten nicht den Berufen an? Warum kann man nicht zumindest auch in Großstädten sagen, man hat einen 24-Stunden-Kindergarten? Ja, ist jetzt nicht so optimal, aber. Wie gesagt, es gibt Leute, die sind Krankenschwester oder die arbeiten einfach Schicht und haben dann Nachtdienst. Und dann müssen die Kinder im Endeffekt während dem Schlaf betreut werden. Aber sowas wäre doch auch ähm, wichtig, dass man, dass man einfach sein Kind vor dem Nachtdienst dahin bringen kann und kann es nach dem äh, Nachtdienst quasi wieder abholen. Ne? Also auch das wäre so ein Thema. Warum gibt es das halt zu wenig? Ja, aber auch nochmal das, das, das Thema, nochmal kurz. Auch in Zahlen zu bemessen, irgendwo, ähm, habe ich gesagt, dass auch Väter jetzt mehr, mehr Zeit wahrnehmen. Das ist tatsächlich so, im Vergleich zur Generation davor, also beispielsweise zu unseren ähm, Vätern, äh, verbringt unsere Generation durchschnittlich dreimal mehr Zeit mit den eigenen Kindern als zuvor. Und das ist krass, ne? Es, es ist halt ein riesengroßes Thema. Auch, auch, ich habe ja die Woche äh, auch mir das, oder letzte Woche vielmehr das Schwarzbuch ähm, der Verschwendungen zukommen lassen von bunter Steuerzahler. Es ist halt grotesk, ja. Auch hier haben wir ein, eine à eine, eine la -Hop anlage ein sage ich mal, Abenteuerspielplatz, der ist schon richtig toll gemacht. Außer, dass er nicht wirklich betrieben werden kann, weil sie da auch eine Lärmschutzwand, eine Schallschutzwand haben hinbauen lassen oder hinbauen lassen müssen, wegen einem äh, Mit, äh, Anwohnerbegehen oder Begehren ähm, für Hunderttausende von Euro. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich muss nochmal kurz rausholen. Ja, dass es gar nicht gewünscht ist, irgendwie Kinder zu haben, die machen Lernen. Natürlich ist es auch partiell zu sehen. Die sind doch nicht den ganzen Tag dort. Ja, und ähm, vor allem, also ganz ehrlich, wie sehr musst du selbst die Menschheit hassen? Wir haben ja auch jahrelang an einem Kindergarten gewohnt. Ja. ja, und ich meine, da war auch dann, wenn sie dann diese Mittagspause hatten oder auch diese, diese Pausen dazwischen, wenn sie dann draußen rumgerannt waren, war ja auch lärmtechnisch schon was geboten. Aber was kriegst du überhaupt mit? Ja, ich meine, die Fenster sind so gut isoliert, du hast so eine gute Verglasung oder auch generell eine Dämmung, was kriegst du da noch großartig mit? Aber wie viel, wie viel. Missmut musst du in dir führen, dass du dann auch quasi sowas begehrst, ja. Eine Schallschutzwand, da muss der Staat dafür aufkommen, der Steuerzahler und, 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 ja. Man, natürlich, es gibt noch viele andere, also das Buch ist echt krass, wo das Geld hinwandert, wo sie jetzt auch, ähm, die E-Autobahn die e ausgebaut haben, dann wieder wegbauen, weil es nicht funktioniert, ja was da für Millionen und Milliarden teilweise rausgeschmissen werden. Und da ist ja, denke ich, auch schon mal ein riesengroßer Hebel, würde da richtig eingesetzt werden, umgelenkt werden, das ganze Geld und die Fördergelder, die es da gibt, hätten wir diese Problematiken gar nicht mehr. Ist es, ist es einfach gerechnet? Ist es eine Milchmädchenrechnung? Vielleicht ja. ja. Strukturelle Probleme, die gehört es ja auch irgendwo anders bearbeitet, aber. Irgendjemand trifft doch diese Entscheidungen, dass da jetzt eine S-Kurve, da habe ich gerade eben gele gelesen, für wie viele Millionen von Euro, eine S-Kurve, nee, okay, nee, ich muss mich korrigieren, nicht Millionen, sondern 500.000 Euro, eine S-Kurve begradigt wird, obwohl die keine Probleme gemacht hat. Aber das ist eine halbe Million Euro ähm, für nichts und wieder nichts. Aber eine halbe Million Euro, da kannst du hier äh, in, der, in der näheren Umgebung, kannst du... Ähm, Essen fördern, ja, Tagesessen, ja, für die Kindergärten oder auch vielleicht auch für die Ältesten mal wieder, ja, ähm, weil die sind ja auch irgendwo in einer Kindertagesstätte, bloß halt eben für Senioren. Ähm, ich denke mal, da wäre das Geld besser aufgehoben gewesen, ja, oder öfters mal hier äh, den Rasen mähen lassen. Ja, bei uns hier in der Stadt, wie es teilweise hier aussieht, öfters mal äh, die, 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 die Reinigungstrupps hier durchschicken und, und die Dreckecken aufräumen lassen. Nee, dafür ist kein Geld da. Ja klar, weil der, weil der Daumen der Buzzer woanders da drauf gesetzt wird und da das Geld halt eben hinwandert. Ja. Oder auch hier. Aber auch äh, um ja. zum Thema zurückzukommen, das Thema ähm, Kinder. Deswegen muss man sagen, dass bei uns in der Branche die Mamas sehr erfolgreich sind äh, im Mom-Business, Mama-Business, wie auch immer man das nennen mag, weil natürlich hier die perfekte Möglichkeit ist, einfach seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten. Ähm, und warum sind die? Man fragt sich dann ja, okay, warum sind die Mamas so erfolgreich im Network-Marketing? Und andere vielleicht nicht, weil deren Warum einfach verdammt groß ist. Meistens ist es so, dass die dass generell ja keiner was davon hält. Ne? Ich meine, so ging es uns allen. Aber ähm, in der Elternzeit ist es einfach so, dass das Geld einfach knapp ist, weil Elterngeld ist jetzt auch nicht der Super-GAU. Ähm, man bekommt es auch, glaube ich, nur zehn Monate oder man teilt es auf zwei Jahre auf, da ist es noch weniger. Dann hat man noch ein bisschen Kindergeld, aber das reicht eben nicht, um wirklich zu überleben. Oder auch in der Zeit, man hat ja die Elternzeit, dass man mit dem Kind einiges unternehmen kann, aber es fehlt einem einfach das Geld. Alles wird teurer und deswegen sind viele Mamas dran, dass sie sagen, in der Elternzeit, sie müssen was dazu verdienen, aber es muss natürlich so passen, dass der Hauptverdiener nicht in seinem Berufsfeld eingeschnitten ist oder eingeschränkt ist, muss ja der Job oder die Arbeitszeiten dazu passen, aber man möchte ja auch irgendwo noch ein Familienleben haben und das findet ja meistens am Wochenende statt und wenn jetzt die Mama am Wochenende arbeiten geht, wenn Papa zu Hause ist, dann hat man ja kein Familienleben mehr und oftmals scheitern die Familie natürlich auch an der Hürde. Deswegen ist es natürlich optimal, dass man sich hier wirklich selber einteilen kann, wie man arbeitet. Also man arbeitet wirklich zu den Zeiten, wo es einem passt. Ich kenne viele Mamas, die arbeiten bei uns abends, wenn die Kinder im Bett sind und der Haushalt erledigt ist. Ab 21 Uhr bis 1 Uhr machen die ihr Ding. Es gibt auch einige, die arbeiten morgens, wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind. Und deren Warum in der Elternzeit wird natürlich so groß, dass die einfach nach einem Jahr ihr Kind nicht in den Hort geben wollen, dass die so Gas geben, dass sie wirklich ihr Haupteinkommen, was sie vorher im Job hatten, wirklich schon ähm, mit ihrem eigenen Business ersetzen können. Vor allem, die arbeiten im Team mit anderen Mamas zusammen. Klar, man ist dann in der Krabbelgruppe Kindergarten, Kinderhort, Stillgruppe, weiß der Geier was. Lernt natürlich auch andere Mütter kennen, die dasselbe Problem haben. Das heißt, man schließt sich zusammen als Team, arbeitet gemeinsam, gemeinsam macht es natürlich auch umso mehr Spaß. Ne? Man kann sich heutzutage durch die Medien, die wir haben, jetzt auch äh, im Zoom einfach treffen. Da muss man jetzt gar nicht mehr zu sich fahren. Aber natürlich machen die auch äh, Mama-Mittage, wo sie die Kinder mitnehmen und die Kinder spielen. Und da kann man natürlich auch über das Business reden oder über die Produkte oder über sonst was. Die braucht man sowieso. Die meisten Mamas sind eher an Gesundheit und äh, chemiefreier Kosmetik interessiert, gerade wegen der Kinder. Also von daher ist es wirklich optimal. Und ähm, die meisten Mamas kehren wirklich nach der Elternzeit gar nicht zurück in ihren Job, weil sie tatsächlich auch wirklich in der Zeit schon zum Teil mehr verdienen, wie in ihrem Hauptjob. Also es gibt einige Mamas, die wir kennen, die tatsächlich auch schon nach Dubai und so ausgewandert sind nach zwei, drei Jahren, weil sie einfach so ein tolles Einkommen erarbeitet haben und den Kindern einfach mehr ermöglichen wollen als ähm, gewöhnlich. Und weil sie einfach keine andere Wahl haben, weil alles andere an Job schwierig ist, weil man da immer nach dem Arbeitgeber sich richten muss. Und hier hat man ein Geschäft, man entscheidet selbst, was man verdient, man entscheidet, wann man arbeitet. Und man entscheidet, wie hoch man die Karriereleiter steigt. Und das Allerschönste ist, Kinder sind willkommen. Auf unseren Veranstaltungen, egal, ob das jetzt eine Opportunity ist, ob das jetzt ein Success, day ist, ob das der Kickoff ist oder ob es die Global Ready ist, die Kinder sind herzlich willkommen. Die Kinder sind meist kostenlos. In Bad Nauheim, wo wir waren, da sind auch die Kinder da rumgetobt und haben gespielt und gemacht und getan. Das sagt kein Mensch was, auch wenn die laut sind. Und man kann sich für kostenlose Reisen qualifizieren für die ganze Familie. Also plus eins immer, der Partner ist umsonst, die Kinder kann man mitnehmen. Also was kann es schöneres geben als dieses Familienbusiness? Und das ist wirklich mitunter das Schönste auch, was es an unserem Job gibt, dass man einfach die Möglichkeit hat, Menschen, also sowas, was eigentlich normal sein sollte, einer Familie die Möglichkeit geben kann, Zeit zu verbringen, die Kinder aufwachsen zu sehen und trotzdem genug Geld zu verdienen. Ja, ich schätze, auch während der letzten Jahre hat man da auch gesehen, dass da massiven Wandel ist. Auch zum Glück immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden, dass man eben diese Möglichkeit hat. Vielleicht, wenn man ja auch vorher nicht gesehen hat. Es ist ja nicht immer der richtige Zeitpunkt. Eventuell dauert der, der Gedanke, der gepflanzt wird, ein paar Jahre, bis er anreift. Aber hey, ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, von zu Hause das Ganze zu managen, auf, auf deine Art und Weise... Bist du dann noch auf, darauf angewiesen? Natürlich, ne. Wie ist die Sozialisierung von einem Kind, das ist mal aus außen vor, das ist mal außen vor. Aber wenn du jetzt beispielsweise flexibel bist, ja, deinen Tag selber gestalten kannst, möglichst selber gestalten kannst, ohne dass jemand der Finger drauf hält, ohne dass du dich irgendwo in eine Telefonkonferenz einwählen musst oder oder, ähm, ist es ja toll, ja. Dann, dann, wenn es mal draußen nicht funktioniert in der Kita, bist du da und dann hast du die Zeit. Und vor allem machen wir uns auch nichts vor. Wir hatten wirklich viel was von unseren Eltern. Ne? Wir haben die nicht wirklich gesehen. Ähm, natürlich hast du nachmittags gesehen oder auch mal am Abend. Dann hast du aber wieder Essenszeit, Schlafenszeit und sowas. Ähm, für was, genau, für was kriegen wir dann die Kinder? Kriegen wir die, auf, kriegen wir die Kinder, um eine Dynastie fortzuführen? Ja, es, es muss ein Erben geben. Oder haben wir die, haben wir die Kinder, um denen was zu, einfach, auch, einfach die Möglichkeit, was zu zeigen oder auch die Möglichkeit, ja, das, das, um zu, ja da, dass du fähig bist, Kinder auf die Welt, das ist ja ein riesengroßes Wunder eigentlich, ne? wenn man das auch mal, so, mal anders betrachtet, dass du die Möglichkeit hast, auch deinen Kindern was zu zeigen, abseits von, von, von der Norm, weil machen wir, also ich sage immer, machen wir uns nichts vor. Ich sehe das halt eben oft so. Ja, wir sind ruckzuck in ein System reingesteckt und ruckzuck müssen wir funktionieren und ruckzuck haben wir irgendwelche Erwartungen, die wir zu erfüllen haben, ohne vielleicht auch uns selbst zu verwirklichen. Ja, und ich bin der Meinung, der ganz, ganz, ganz starken und festen Meinung, dass du dich auch in unserem mit wo wir uns bewegen ja, in unserer Branche, selbst verwirklichen kannst und das auch so weitergeben kannst, ja, dass die Kinder was von dir haben, dass du deine Kinder aufwachsen siehst, dass man halt eben diese diese tollen Momente, die auch verloren gehen, ja, wenn du ganz normal groß wirst, einfach ähm, auch irgendwo capturen, capturen kannst, ja, erleben kannst. Ähm, und ich denke mal, ja, was, was ist es wert? Ja, und genau darum geht es doch irgendwo, ähm, Gedanken, Gefühle zu transportieren zu können. Ähm, ohne sich irgendwo in den Hamsterrad zu begeben und, und dann also wirklich zu hoffen, hat heute die, die Kindertagesstätte offen, wie, wie ist überhaupt die Lehrerbesetzung ähm, oder kann ich mir dann auch heraussuchen, ja, vielleicht schicke ich dann die Kinder wirklich auf eine Privatschule oder vielleicht gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten, ich kenne mich da nicht gut, gut genug aus, was die Kinderbetreuung angeht oder heutzutage, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, Vielleicht habe ich dann wirklich das extra Geld, um das mir auch zu ermöglichen oder meinen Kindern zu ermöglichen. Ja, natürlich. Also das soll jetzt keiner wirklich nur zu Hause in, in, in Gluckenform irgendwo äh, groß werden, erwachsen werden und die und sozialisiert werden. Man, man braucht ja auch Leute von außen. Machen wir uns da nichts vor. Ja, aber. Ja, wie kinderfreundlich ist die Zukunft und wie kinderfreundlich kannst du halt eben auch selber gestalten? Nicht, dass du hier wirklich der denkst, alles kaputt denkst und alles kaputt grübelst, ähm, muss ich jeden Cent zweimal umdrehen, funktioniert das auf, auf die eine oder andere Weise. Natürlich sehe ich auch in letzter Zeit vermehrt ähm, Jobprofile von Arbeitgebern, die dann halt eben sagen, ey, wir haben eine Kindertagesstätte, ganz klar, um, um die Mitarbeiter auch mehr zu binden, aber auch die Möglichkeit äh, zu geben, ein Kind auch in der Nähe zu haben, falls mal was ist. Ja, also ganz, ganz toll, was da auch für eine Entwicklung stattgefunden hat. Meiner Meinung nach viel zu spät, aber man muss ja nicht immer alles wieder schlecht reden. Also, das finde ich gut, dass die Arbeitgeber da eine Möglichkeit haben für die Kinderbetreuung. Andererseits ist es natürlich dann auch wieder so eine Sache: jetzt ist das Kind in der Kinderbetreuung, man wechselt den Job. Heißt dann auch gleichzeitig, das Kind muss dann in eine andere Kinderbetreuung. Also. Ist ja für ein Kind auch nicht immer so einfach, wenn es immer wieder aus dem Umfeld rausgerissen wird. Aber das Umfeld an sich ist natürlich extrem wichtig auch. Also ein Kind wird in den ersten Jahren ähm, komplett geprägt. Also ich weiß nicht, ich habe mir mal so die Frage gestellt: ne? Also man hat ja früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, mit was Kinder heute komplett immer spielen. Also ein bisschen kriege ich es mit. Aber zum Beispiel, die meisten Kinder spielen ja gerade so im Alter, sage ich mal, ab drei tun die ja sehr viel nachmachen. Ne? Also ich wollte dann immer, wenn meine Mutter gebügelt hat, dann habe ich mein Kinderbügeleisen ausgepackt und wollte dann auch bügeln oder so. Die Mama hat gekocht, dann wollte ich auch kochen. Und bei meinem Patenkind oder auch bei Kindern von Freunden beobachte ich das auch. Und ich, ich stelle mir so die Frage, früher hatte man ja so einen Doktorkoffer, dann hat man Doktor gespielt, dann hatte man eine Kinderküche, da hat man gekocht, man hat vielleicht, ich hatte einen Kaufladen und habe im Kaufladen Sachen verkauft. Und tatsächlich frage ich mich, inwieweit mich das geprägt hat, dass ich eben einen Kaufladen hatte und keine, Kü also ich hatte keine Küche und ich hatte ähm, auch keinen Doktorkoffer und ich hatte auch keine, doch eine Werkbank hatte ich tatsächlich auch, so eine kleine Werkbank und tatsächlich bin ich handwerklich auch begabt. Also, jetzt nicht so, dass ich ein Schreiner bin, aber ich kann schon auch Nagel in die Wand schlagen und Möbel zusammenbauen, das ist für mich jetzt kein Problem. Und tatsächlich habe ich mich schon oft die Frage gestellt, inwiefern das Kinder prägt, was sie vorgelebt bekommen und was sie spielen. Also, wenn ich jetzt nach mir gehe, ich hatte einen Kaufladen, also es passt ja eigentlich so ungefähr, wo die Reise hingegangen ist. Weiß ich nicht, inwiefern das wirklich so ist, aber was ich damit sagen will, ist einfach, das Umfeld für ein Kind ist auch unheimlich wichtig. Und es ist unheimlich wichtig zu sehen, ähm, was lebst du als Elternteil vor, also welche Vorbildfunktion übernimmst du und welches Vorbild ist aber auch dein Umfeld für die Kinder. Und auch da ist es natürlich toll, wenn hier viele Mamas zusammenkommen und so gemeinsam an ihrer Zukunft arbeiten und im Team zusammenarbeiten, zusammen Geld verdienen, weil die arbeiten ja alle an einem Ziel. Also die arbeiten alle an dem Ziel, dass sie ihre Familie finanziell frei machen wollen und für ihre Kinder da sein wollen. Und es ist natürlich auch ein tolles Umfeld und auf so Veranstaltungen lernen die Kinder natürlich auch andere Kinder kennen von solchen Eltern, die einfach anders denken und die nicht eingeschränkt in ihrem Gedankengut sind und die einfach andere Visionen und Ziele haben und über andere Dinge sprechen. Und natürlich prägt auch das ein Kind äh, ganz enorm. Und das finde ich auch eine entscheidende Sache, die ich als sehr, sehr wichtig empfinde, dass man eben auch solche Dinge sieht und dass Kinder von klein auf hören, dass ihnen keine Grenzen gesetzt werden. Bei uns auf den Veranstaltungen wird gesprochen von Zielen, Visionen umsetzen, Wünsche. Da gibt es keine Grenzen. Ne? In der Gesellschaft wirst du oft limitiert. Da wird oft gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, komm, dein Vater ist, äh, keine Ahnung, Mechaniker, deine Mutter ist Friseurin. Also was soll aus dir werden, so auf gut Deutsch gesagt? Ne? Kriegt man ja oft mal so vorgelebt. Und ich finde es das wichtig, dass man diese Grenzen durchspricht und einfach niemand und vor allem keinem Kind seine Wünsche und seine Träume nimmt. Weil wer sagt denn, dass das Kind es nicht verwirklichen kann? Es hat das ganze Leben hat es vor sich. Also die ganzen Türen stehen dem Kind offen, also nimm ihm doch nicht die Träume. Also lass es doch wirklich leben und machen und, und lass es doch einfach ähm, das werden, was es möchte. Und da ist eben ein Umfeld auch wichtig und das sehe ich auch wirklich als extrem wichtig, dass man da ein ordentliches, vernünftiges Umfeld hat, wo man nicht limitiert wird in seinen Gedanken und in seinem Sein auf jeden Fall und ich finde es auch wichtig wie gesagt dass die mama einfach ähm, das ganze mit miteinander verbinden kann also dass Job und Familie übereins kommen, weil wo sind denn die größten Streitpunkte in der Familie? Oftmals sind ja die größten Streitpunkte wegen Geld und das, äh, wegen Geld passieren die Streitpunkte, weil nicht genug da ist und dann meistens auch wieder, weil äh, der Vater muss die Stunden arbeiten, die Mama die Stunden, wer betreut jetzt das Kind, da muss der Haushalt noch gemacht werden, gekocht werden, Hausaufgaben und, und, und. Ähm, und dann sind alle schnell gestresst, weil wer soll es denn machen? Bleibt dann meistens an der Mama hängen oder auch am Papa, ne? Aber das sind oftmals auch Streitpunkte und es könnte so viel einfacher sein. Und warum? Jetzt fragt ihr euch, okay, wir sagen jetzt, wie toll das alles ist. Warum machen es nicht alle? Warum es alle nicht machen? Ist ganz einfach, weil sich viele fragen: Was sagt der Nachbar? Was sagt die Frau aus der aus dem Kindergarten? Was sagt ähm, die Mutter äh, der Freundinnen der Kinder dazu, wenn ich jetzt hier im Netzwerk starte? Das sagen die Leute, ich quatsch irgendjemand was auf, ich mache eine unseriöse Sache, keine Ahnung was. Das ist der Grund, warum. Manche Mamas einfach noch zögern, aber ich gebe euch Brief und Siegel und ihr werdet es auch sehen in eurem Umfeld und vor allem auf den sozialen Medien, immer mehr Mamas starten, weil die Schere einfach immer enger wird. Also der Geldmangel, denn die Not wird so groß, dass manche keinen anderen Ausweg sogar auch mehr sehen, wie Möglichkeiten wahrzunehmen, Geld zu verdienen, weil einfach, ähm, ja. Es einfach nicht mehr anders geht, weil manche nämlich nicht nur einen und zwei Jobs haben, sondern drei und vier Jobs insgesamt, weil das Geld einfach nicht mehr reicht und weil auch die Arbeitsplätze einfach nicht mehr sicher sind. Ja, so also prüft, wer sich ewig bindet. Ne? Also prüft jedes Angebot und ähm, klar, was, was ist schon, schon, äh, schon großartig sicher? Äh, man muss halt eben, wie gesagt, das Ganze prüfen: was für eine Branche ist es, was für, was für Güter. Werden da in die Hand genommen, Verbrauchsgüter und, und, und. Aber wir wollen das alles jetzt nicht so, 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 ja, so dann auch technisch gestalten irgendwie und, und drüber reden, wie, wo, was, sondern prüft echt so, wo wollt ihr hin, wo seht ihr euch selbst. Das ist halt echt so wie in einem, vielleicht auch in einem Vorstellungsgespräch, wo, wo seht ihr euch in fünf oder zehn Jahren. Ähm, aber prüft es, ja. Die aktuelle Lage halt ähm, sagt uns einiges. Jetzt müssen mal die Alarmglocken nicht nur läuten, sonst muss man halt eben auch mal reagieren auf die Alarmglocken. Und ähm, hier hat man eine tolle Möglichkeit, ähm, ja, was, was Neues kennenzulernen, sich selbst zu verwirklichen und vor allem, ja, einfach ein riesengroßes ja, auf die Leute drumherum drauf ne Punkt, Punkt, Punkt. Die zahlen eure Mieten nicht. Und wenn sie euch nicht unterstützen, ja, also um Gottes Willen, ihr begebt euch hier nicht in welche körperlichen Gefahren, ja, wo man euch jetzt aufhalten muss, ne, das wäre lebensgefährlich, ne. Aber wenn sie euch nicht unterstützen, waren es nicht die richtigen Leute. Um Gottes Willen, die müssen auch nicht immer alles feiern, was ihr so macht. Umgekehrt genauso wenig. Ja? Ihr feiert ja auch nicht alles, was die Leute da draußen so machen. Äh, prüft das Ganze für euch, bevor ihr euch da irgendwas mies reden lasst. Ja? Aber ja. ich, ich sehe es ja nicht nur im Job, ich sehe es ja auch in, in Hobbys, in, in, in Leidenschaften, die man entwickelt. Ja, Dass da Leute in die Energie rein wollen ja? und euch das malig reden, nur weil es für die vielleicht nicht passt, heißt es lange nicht, dass es für dich nicht passt. Ne? Also... Das sind meine Two Sense jetzt noch dazu. Wir haben ein riesengroßes Problem in der Kinderbetreuung nach wie vor. Wir haben ein riesengroßes Problem in der Struktur, auch in den weiterführenden Schulen, meiner Meinung nach. Und ja, wie weit willst du es drauf ankommen lassen oder halt eben nicht drauf reagieren? Ja, im Endeffekt ähm, ist es halt auch super vereinbar, weil unsere Produkte einfach nachhaltig sind. Die sind gesund für die Gesundheit. Ähm, egal, ob das jetzt äh, Beauty-Produkte sind oder Nahrungsergänzung, alles, was auch Babys, Kinder mit benutzen sollten und können und auch bei unseren äh, Cremes zum Beispiel total beliebt zum Wickeln, weil, wenn das Kind mal die Creme isst, macht es auch nichts, weil es ist chemiefrei. Also von daher ist wirklich das für Mamas mehr als optimal einfach die Produkte und das Business an sich sich ein Team aufzubauen also es passt einfach perfekt es gibt keine es gibt fast keine bessere Gruppe als die Mama-Gruppe, die das machen kann. Und ist auch einer der stärkst vertretensten Gruppen bei uns. Das muss man auch so sagen. Wobei es gibt natürlich auch andere. Aber die Mamas sind da schon, die haben das meiste Potenzial. Und deswegen, wie Dommer sagt, lass dir nicht von anderen deine Träume nehmen und dich kleinreden, weil sie zahlen halt deine Miete nicht. Hörst dir zumindest an. Und wenn unser Angebot nichts für dich ist, ist es auch okay. Aber es gibt noch zigtausend andere Dinge da draußen, die du einfach online von zu Hause aus machen kannst. Ähm, und ich kann es dir wirklich auch nur wärmstens empfehlen, das zu tun, weil ähm, es ist ein Riesenpotenzial und es ist äh, Riesengeld, was da abzuschöpfen ist. Und alle brauchen Geld und da liegt das Geld. Man muss einfach nur was dafür tun, muss aus seiner Komfortzone raus und seinen inneren Schweinehund besiegen und einfach mal in die Präsenz gehen. Und viele sagen dann, ja. Aber ich will mein Kind nicht online zeigen, das musst du auch nicht, würden wir auch nicht tun und machen auch viele nicht. Es geht nicht um deine Kinder oder um deine Familie. Es geht darum, dass du Geld verdienst mit auch den sozialen Medien und dafür muss man nicht seine Kinder zeigen oder Familien, seine Familie. Ja, man zeigt seinen Familienalltag, das hat aber nichts damit zu tun, dass man da Personen zeigt, sondern man kann auch einfach mal einen Frühstückstisch fotografieren oder so, ne? Das reicht auch schon. Also du entscheidest, wie viel du von deinem Leben preisgibst und wie viel nicht. Und... Ähm Deswegen, also es ist eine mega Chance. nutzt die einfach und lass es dir von anderen nicht verderben und lass es dir vor allem von dir selber nicht verderben, weil meistens ist es das fehlende Selbstbewusstsein, das jeder Einzelne hat und die Zweifel, die man mit sich selber hat, dass man nicht gut genug ist, warum man Dinge nicht tut und warum man sich selbst im Weg steht. In diesem Sinne bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Wir sehen und hören uns ähm, in, zur nächsten Episode. Und ja, ciao, macht's gut. Ciao.